Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für die 18. Kalenderwoche. Die Woche, die jetzt am 1. Mai beginnt und bis zum 7. Mai geht. Und zunächst erstmal ganz lieben Gruß zum Tag der Arbeit. Aber wir haben auch noch einen interessanten anderen Tag in dieser Woche. Und das ist der 5. Mai. Das ist ein Vollmond. Ich werde auch noch eine eigene Vollmondlegung hochladen, ein paar Tage davor. Aber zunächst widmen wir uns voll und ganz deiner Energie für diese Woche, lieber Löwe. Und ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Energien du in dieser Woche rechnen kannst. Ich habe die Karten bereits vorgemischt und wir fangen gleich mal an mit einer allgemeinen Karte. Und hier haben wir den Mond. Eine besondere Herausforderung liegt vor dir. Und vielleicht weißt du jetzt schon gleich, worum es geht. Das könnte zum Beispiel sein, dass du auf der Arbeit einen wichtigen Termin hast, der dich im Vorfeld auch ein bisschen besorgen könnte. Einen wichtigen Auftritt, eine wichtige Präsentation, die dir besonders wichtig ist, wo du eine Situation, in der du weißt, dass es dir persönlich sehr viel bringen wird, wenn du das meisterst, wenn du diese Herausforderung annimmst, aber eine Situation, die dir halt auch im Vorfeld ein bisschen Sorge bereitet, Kopfzerbrechen oder Lampenfieber. Im zwischenmenschlichen Bereich könnte sich diese Karte auch widerspiegeln, und zwar insofern, dass man sich entscheidet, sein Herz zu öffnen, sich zu offenbaren, sich zu zeigen, einen mutigen Schritt auf den anderen zuzubewegen. Es ist eine Situation, bei der dein Herz dir sagt, dass es richtig ist und dass dein Herz möchte diesen Weg gehen, aber dein Verstand, der halt unsicher sein kann, ist halt unsicher, ja. Also dein Verstand, es kommt daher, weil dich diese Situation in eine neue Welt bringen wird, in eine neue Situation, die du vorher nicht kennst. Und dein Verstand suggeriert dir, es ist unsicher, auch wenn das nicht unbedingt der Fall sein muss. Ja, diese Sorge oder diese, also je nachdem, manchmal ist Lampenfieber vor einem Auftritt sehr, sehr hilfreich, damit man seine volle Kraft zeigen kann. Also kann auch sehr, sehr produktiv sein, sich mit diesen Themen im Vorfeld zu beschäftigen. Wir schauen mal, auf welche Bereiche sich das bei dir bezieht. Und du bist schon echt emotional sehr stark herausgefordert. Und du machst dir Sorgen, vielleicht sogar Versagensängste, vielleicht hast du Sorge, dass das alles nichts zu nichts führt, nichts bringen wird, dass du in irgendeiner Form scheitern könntest. Aber lass dich von diesen Sorgen nicht aufhalten, denn ja, manchmal bringen diese fünf Schwerter einen auch dazu, das Beste aus sich herauszuholen, ne? Weil man auch kritisch mit sich selbst und der Situation ist, auch wenn das dann sich emotional nicht sehr angenehm anfühlt. Der Teufel kann halt sehr viele Energien auslösen in dir. Der Teufel kann dich aber auch zu einen falschen Schritt verleiten. Nicht, dass dieser Schritt, von dem ich hier geredet habe, grundsätzlich falsch ist. Aber da könnten vielleicht auch Antriebe bei dir eine Rolle spielen, die sich destruktiv auswirken könnten für dich und dich irgendwie in Versuchung führen könnten und wo du ein bisschen ein Auge drauf werfen solltest. Jetzt zum Beispiel, wenn du einen wichtigen Auftritt hast, könnte es sein, dass du vorher ja dich mit irgendeinem Verhalten ablenken möchtest, um vor dieser Angst zu fliehen? Oder der Teufel, der kann sich sehr vielfältig auswirken, zum Beispiel in übertriebenen Ehrgeiz, in übertriebenen Perfektionismus. Und in Beziehungen ist es oft so, ja, dass ich auch vielleicht toxische Beziehungsmuster zeigen könnten oder die Sorge einfach davor, dass etwas toxisch werden könnte. Diesbezüglich solltest du wirklich ganz genau ergründen, was deine Antriebe sind, was deine Motivationen dahinter sind und mit dir selber ins Reine kommen.
Das ist so irgendwie so das Allerwichtigste. Und wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du Verantwortung für alle deine Bedürfnisse, Antriebe und Wünsche übernimmst, dann kann es dir gelingen, aus dieser Energie wirklich etwas ganz Produktives zu machen. Ja, diese Leidenschaften positiv zu kanalisieren, und dann kann dir der Teufel sehr viel Lebensfreude und Lebenslust verschaffen. Ja, sei kritisch mit dir selber, ne? Also, aber auch nicht so, dass du zu streng mit dir bist, sondern einfach dir diese Themen bewusst wirst. Wir schauen mal, um was es da noch geht. Eine Königin der Schwerter in der Vergangenheit. Die Königin der Schwerter, lieber Löwe, kann jetzt auf dich verweisen oder eine Person in deinem Umfeld. Hier haben wir es mit einer Luftperson zu tun. Diese Energie verweist also nicht unbedingt auf dich. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass dir in der Vergangenheit eine Königin der Schwerter begegnet ist. Eine Person, die ein Luftzeichen sein könnte, Wassermann, Waage oder Zwilling. Oder die eine Person, die aus deiner Perspektive aus verschiedenen Gründen mehr Luftenergie mitbringt. Die Königin der Schwerter ist eine gereifte Persönlichkeit, die halt schon sehr viel Erfahrung hat, sehr viel erlebt hat und schon auch einiges erreicht hat in ihrem Leben. Eine Person, der ihre eigene Freiheit, ihre eigene Unabhängigkeit am allerwichtigsten ist. Eine Person, die sehr gute Urteile fällen kann, die doch mit der man sehr gut kommunizieren kann. Eine Person mit sehr viel Wissen und Weisheit. Aber halt auch eine sehr unabhängige und freie Person. Könnte auch sein, dass du, lieber Löwe, dich in letzter Zeit als so eine Person wiedergefunden hast, dass du auf diese Art und Weise in der letzten Zeit agiert hast bezüglich dieses Themas. Ja, oder du bist so einer Person begegnet und vielleicht fühlst du dich zu dieser Person auch sehr, sehr stark angezogen. Vielleicht ja, gibt es da sogar so eine Art, ein Gefühl, was so fast schon in Richtung Besessenheit geht. Oder um es positiver auszudrücken, eine sehr, sehr starke Anziehungskraft, die schon etwas Schicksalshaftes hat. Ja, irgendwie bringt dich diese Person ja in eine herausfordernde Lage. Oder eben du als diese Person. Die Königin der Schwerter steht auch manchmal für Gerichtsprozesse oder für Wissenschaft auch. Dann äußert sich das vielleicht bei dir in einen sehr starken Ehrgeiz, dass du hier wirklich sehr schon fast besessen davon bist, diesen Gerichtsprozess zu gewinnen oder irgendwie eine Lösung für etwas zu finden. Vielleicht wirklich dich in, könntest du dich in Paragraphen in dieser Woche verlieren. Ehrgeiz und Perfektionismus, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Also schaue da ganz genau auf deine Antriebe. Diese Person, also du als diese Person oder diese Person als eine andere Person, hat irgendwie neue Ziele entwickelt und ist diesbezüglich Feuer und Flamme. Kann natürlich auch sein, dass man hier eine neue Liebe entwickelt hat, ja, zu jemanden, neue Sexualität erfahren hat, ne, sexuelle Anziehungskraft. Diese Person hat ein neues, starkes Bedürfnis entwickelt, einen Wunsch, eine Absicht, eine Leidenschaft. Diese Person hat Feuer gefangen und hat definitiv mit dieser Situation zu tun. Vielleicht seid ihr noch in der Kennenlernphase und du fühlst dich aber so angezogen von dieser Person. Diese Person fasziniert dich so sehr. Du überlegst, einen Schritt auf diese Person zu tun, aber du hast große Sorge, eine Ablehnung zu erfahren.
diese Sorgen solltest du unbedingt dir näher angucken, was sie dir sagen sollen, was das bedeutet. Ich sage aber, also es heißt jetzt überhaupt nicht, dass das so eintreffen wird. Aber diese Sorge davor könnte dein Verhalten, könnte deine Entscheidungen eventuell negativ beeinflussen. In beruflicher Hinsicht kann die Königin der Schwerter auch bedeuten, dass du dich vor kurzem unabhängig gemacht hast, selbstständig gemacht hast. Und dass auch dort irgendwie eine gewisse Sorge mitschwingt, eine gewisse Sorge, dass deine Pläne nicht aufgehen werden. Auch das kann ein negatives Ergebnis hervorrufen. Und das sollte ja nicht sein. Und das scheint auch unnötig. Du kannst diese Karte aber auch produktiv nutzen, um wirklich ehrlich und nüchtern kritisch mit dir selbst zu sein, um dich zu verbessern. Also glaub an dich und schau, dass du ja, einfach mit dir im Reinen bist und weißt, was du tust. Und dann wird alles gut. Der Mond, wow. Eine mutige Entscheidung. Das ist die gleiche Karte hier, die dich halt wirklich in eine andere Situation bringen kann, in ein Neuland führen kann. Eine Situation, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, aber du spürst es schon emotional, deine Ahnung. Du hast eine Ahnung und diese Ahnung ist dein Herz, ne? Dein Herz sagt dir, dass du diesen Weg gehen willst, dass das richtig ist. Aber da stecken ganz viele Sorgen dahinter. Es ist wirklich eine Entscheidung, die so ein bisschen etwas hat von alles oder nichts. Und es fordert dich wirklich sehr stark raus, lieber Löwe. Das ist aber sehr spannend. Da steckt sehr viel Transformation dahinter. Du kannst, also dieses neue Land, diese starke Herausforderung, es ist wert, jetzt durch diese Gefühle zu gehen. Da wartet schon etwas sehr Wertvolles, sehr Erfüllendes, eine sehr erfüllende Erfahrung auf dich. Wenn du bereit bist, loszulassen, wenn du bereit bist, trotz vergangener Erfahrungen, die vielleicht nicht positiv war, diese negativen Erfahrungen hinter dir zu lassen und mutig diesen Weg zu wählen, mutig diesen Weg zu gehen. Es wird dich verändern und das ist dir auch irgendwie klar und das macht dir natürlich auch Sorge. Das ist keine sichere Situation, in die du dich da begibst. Aber das heißt nicht, dass sie nicht sicher ist. Ne? Es kommt dir nur nicht so sicher vor. Aber es scheint mir, dass das etwas ganz für dich ganz Entscheidendes ist, um was es hier geht. Und du wirst siegreich sein. Ja, du wirst doch ganz schnell merken, wenn du diesen Schritt gehst, dass es erfolgreich sein wird. Und das ist schön, weil es so eindeutig ist. Ich sag dir ein volles Ja zu diesem Weg. Das ist auch noch deine Karte, lieber Löwe, ne? Die sechs Stäbe sind auch noch eine typische Löwe-Karte. Die sechs Stäbe sind einfach sehr erfolgsversprechend. Dass du merken wirst, dass dein Einsatz, dein Mut sich positive Ergebnisse, die Erfolg verschafft. Du kannst hier auch jemanden erfolgreich für dich gewinnen. Du kannst erfolgreich gewisse Probleme endgültig hinter dir lassen, etwaige Probleme überwinden und gehst siegreich hervor aus dieser Situation. Da kommen ganz positive Erfahrungen auf dich zu. Und das ist auch so typisch der Mond, ne? Deine Ahnung ist richtig. Und wenn du diesen unsicheren Weg wählst, es ist bei dem Mond so, dass man eigentlich nur den ersten Schritt tun muss. Und sobald man den ersten Schritt getan hat, im metaphorischen Sinne, betritt man dann ein festes neues Land, was man vorher noch nicht sehen konnte. Und dann weiß man, es ist sicher, es ist stabil, es ist eine neue Welt. Das wird sich hier sehr schnell einstellen.
Ja, es ist wirklich toll. Also es ist ganz, ganz spannend, lieber Löwe, was da passieren wird. Und emotional wird es hier sehr erfüllend. Du folgst deinen Herzen und dein Herz wird es dir danken, ne? Diese Situation, wie herausfordernd sie ist, dass sie auch Sorgen bei dir kreiert. Emotional bist du dir recht sicher. Emotional fühlst du dich total gut mit dieser Situation und das gibt dir dann auch den Mut, um diesen Weg wirklich zu gehen, ne? Es ist schon so, dass dieser Weg dich sehr, sehr erfüllen wird. Wenn es hier wirklich um eine andere Person geht, um diese Königin der Schwerter, sehe ich einfach doch sehr starke, tiefe Gefühle zwischen euch beiden und dass du so ein bisschen auf Wolke 7 schwebst, dass du in Bezug auf diese Person wirklich in einen sehr liebevollen, erfüllenden Zustand bist und auch viel Liebe von dieser Person zurückbekommst. Ich denke, also schon, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Trotzdem bist du dir unsicher und bist dabei, diese Unsicherheiten zu überwinden, ne? Und es wird dir gelingen. Wenn es hier um etwas Berufliches geht, dann hast du eben in der Vergangenheit voller Begeisterung diese Schritte eingeleitet, die dir mehr Unabhängigkeit verschaffen werden. Aber auch das erzeugt viel Unsicherheit und ich sehe hier wirklich einen wichtigen Termin und Auftritt. Ich sehe hier wirklich so einen Schauspielauftritt, ne? Irgendwie und der dich sehr, sehr stark herausfordert und du bist auch verleitet dazu, ein bisschen, ja, eben über das Ziel hinauszuschießen, aber ich sehe auch gleichzeitig, ja, egal was passiert, dass du erfolgreich sein wirst. Auf jeden Fall der berufliche Weg, dieser Auftritt, auch wenn er von dir so viel emotional abverlangt, ist es eigentlich deine Erfüllung und eigentlich emotional. Bist du voll dabei? Fühlst du dich sehr, sehr wohl mit dieser Herausforderung? Und das gibt dir halt einfach das richtige Fundament, um diese Situation zu meistern. Ja, die drei Scheiben in deinen sozialen Beziehungen. Du baust dir hier etwas Sicheres auf. Auch der Teufel. Und auch diese Karte sprechen von Steinbock. Und man baut sich hier etwas so Solides auf, was auch Nachhaltigkeit hat, was lange Bestand hat. Und das ist hier, diese Herausforderung ist nur ein Schritt von vielen Schritten, die zu einer stabilen Situation führen werden. Also wenn es hier um eine andere Person geht, dann sehe ich hier doch deutlich, dass sich das hier zu einer stabilen Partnerschaft entwickeln kann und dass das hier ein wichtiger Teilschritt davon ist. Genau das Gleiche, wenn es hier um etwas Berufliches geht, dann sehe ich, dass du über diesen Weg auch einige wichtige Geschäftskontakte machen könntest. Es ist ein wichtiger Teilschritt. Und was dein soziales Leben betrifft, gibt es hier eine positive, aufbauende Kraft und Stabilität, gutes Teamwork und dass man halt irgendwie auch, ja, sich einfach etwas Stabiles aufbaut. Du möchtest Erfolg? Ja, du bekommst schon mal auch hier auf jeden Fall auch Erfolg, aber du möchtest natürlich auch, dass sich das finanziell auswirkt oder dass es Stabilität hat. Materiellen Gewinn möchtest du auch. Du hoffst dir vieles von dieser Situation. Ja, aber es wird irgendwas passieren, was dich auch so ein bisschen ernüchtert und auf den Boden der Tatsachen bringt.
Das könnte zum Beispiel sein, dass wenn sich dieser Erfolg einstellt, dass du vielleicht irgendwie dir, dass dir das dann klar wird, dass das nur ein Teilerfolg ist und dass jetzt noch weitere Etappen dazugehören. Vielleicht überhörst du diese Situation auch ein bisschen oder unterschätzt diese Situation. Es gibt hier auf jeden Fall falsche Einschätzungen von dir selbst. Vielleicht enttäuscht sich auch deine Sorge, dass es scheitern könnte. Es kommt auf jeden Fall anders, als du denkst. Und dass es anders kommt, als du denkst, wird dich auf eine Art desillusionieren, ernüchtern und dich gleichsam auf den Boden der Tatsachen bringen. Und danach wirst du die Situation besser einschätzen können, nüchterner einschätzen können, klarer einschätzen können. Und du siehst dann der Realität ins Auge. Und das kann halt echt sehr, sehr positiv sein, gerade für deine weiteren Pläne. Ich glaube, es wird sich enttäuschen, dass du denkst, dass, ja, dass diese Situation scheitern wird. Ja, und vielleicht, also ich könnte mir auch vorstellen, ja, dass du hier zum Beispiel jemanden für dich eroberst und dein Herz öffnest, dann, ja, und dann bekommst, also das wird sich eher positiv gestalten. Aber dass du dann halt irgendwas über diese Person noch erfahren wirst, womit du nicht gerechnet hast. Es muss nicht irgendwas Negatives sein, es ist irgendwas, vielleicht sogar etwas ganz Neutrales. Etwas, was es kommt auf jeden Fall anders, als du denkst. Also du hast irgendeine Erwartungshaltung im Kopf, die sich nicht erfüllen wird. Aber keine Sorge, du wirst gewisse Probleme überwinden können und du wirst erfolgreich sein. Du kommst deiner Sehnsucht nach materiellen Erfolg auf jeden Fall darüber näher. Ich weiß nicht, ob sich das mit materiell schon widerspiegeln wird, aber dauerhaft gesehen wahrscheinlich schon. Scheiben sind immer ein bisschen langsamer als die anderen Kräfte und brauchen so ein bisschen, um sich wirklich auszuwirken. Aber ich glaube schon, dass dir diese Situation, dieser Sieg, diese Transformation, du bist am Transformieren, ne? Das musst du ja auch, du veränderst dich gerade. Die Situation verändert sich dadurch auch mit dir und dieser Sieg wird dich sicherlich auch dauerhaft in eine stabilere Situation bringen. Und das hat auch mit deinem sozialen Umfeld zu tun. Also es sieht mir hier sehr erfolgsverheißend aus, auch wenn es eine ja, intensive Erfahrung ist, vor der du jetzt in dieser Woche stehst, lieber Löwe. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Das Glück ist auf deiner Seite. Wie wunderschön ist das denn? Das Glück ist auf deiner Seite. Neumond im Schützen. Schütze könnte hier sehr gut auch die Königin der Schwerter sein. Skorpion zeigt sich hier. Löwe natürlich auch Steinbock. Also theoretisch kann diese andere Person jedes Sternzeichen haben. Das Glück ist auf deiner Seite, lieber Löwe. Also, du wirst diese Herausforderung meistern und es wird wunderschön für dich. Ja, lieber Löwe, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, dass sich die Energien positiv bei dir zeigen werden. Alles Liebe und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.